Herzlich willkommen bei Fantastisch Gesund mit Madame Fun. Heute mit Maurice. Servus. Philipp. Genau. Heute erzählen wir euch was über unsere gemeinsame Vision für 2019. Und bleibt dran, es wird sehr, sehr spannend. Und wir werden euch ein bisschen was über dieses Wasser, was hier in diesem Krug enthalten ist, erzählen. Also zuallererst einmal geht es heute um ein ganzheitliches Verständnis für den Lebenswandel, mit dem wir alle auf diesem Planeten zurzeit konfrontiert sind. Um einen großen Gesellschaftswandel, der vonstatten geht in allen möglichen Systemen. Und wir drei haben uns heute erst kennengelernt. Also wirklich faszinierend. Und wir haben schon direkt gemerkt, dass wir viele gemeinsame verbindende Punkte und Visionen haben, wie wir unsere Talente in Zukunft einsetzen werden, um soziale Projekte voranzutreiben, die Gesundheit der gesamten Gesellschaft und von uns selber zu verbessern. Und wie wir das genau machen, erfahrt ihr jetzt gleich, indem ich mal den Maurice vorstelle und kannst dir gerne sagen, was du zurzeit machst, was so deine Visionen sind, wo du gerne hin möchtest und ein bisschen was zu deinem Herzensthema, dem Wasser hier, dem hochreinen Wasser erzählen. Ja, ich bin momentan noch im festen Arbeitsverhältnis und mein Ziel ist es so, frei zu leben. Ne? Also das heißt, gesundheitlich frei, finanziell frei, zeitlich frei, örtlich frei, also ungebunden, also möglichst frei. Ne? Freiheit ist so der Oberbegriff. Mhm. Und ja, und das hat mich zu dem Thema Wasser gebracht, was viele Bereiche abdeckt. Also, ja, das ist so. Sehr gut. Ja, also Wasser ist ja wirklich die Basis des Lebens. Und wenn ihr entgiften wollt, wenn ihr euch reinigen wollt, generell, wir bestehen ja aus 70% bis 80% aus Wasser. Und Wasser ist nicht nur H2O, wie die Chemiker es sagen, sondern ist ein Informationsträger. Das sind Sachen, die wir jetzt alle gelernt haben, die man nicht wirklich im Bildungssystem gelehrt bekommt und die einfach sehr, 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 sehr untergehen im Mainstream. Ja, auch bestimmten Richtwerten hatten wir vorhin drüber gesprochen. Im Leitungswasser werden die Richtwerte von den Verbraucherschutzzentralen immer weiter hochgeschraubt, sodass dann gesagt wird, ja, das ist ja schon in Ordnung. Aber in Wirklichkeit gibt es für ein gutes Wasser noch viel, viel mehr Parameter, die viel entscheidender sind. Zum Beispiel die Begriffe wie der Mikrosiemens, die Energetisierung, die Struktur, Die Information und verschiedene andere Elemente, die in unserem normalen Trinkwasser enthalten sind, die wir überhaupt nicht in unserem Körper haben wollen und die uns keinen Nutzen bringen. Also im Prinzip ist es die Struktur, die Energie, also die Information und die Reinheit. Wenn die drei Bereiche abgedeckt sind, hast du ein gutes Wasser, aber in der Regel wird Wert gelegt auf die Reinheit oder nur auf die Information oder nur auf die Struktur, was alles auch gut ist. Was auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber halt nicht, wenn man das Thema ganzheitlich betrachtet, dann ist es halt nicht die Endlösung, auch nicht die gesündeste Endlösung. Ja, definitiv, ja. Ich mache einen kleinen Bogenschlag vom Wasser zu einem anderen Thema. Wasser und Pflanzen, wie hier auf dem Tisch sind, geht es um diese zwei Themen heute. Ja, und hier haben wir den Philipp sitzen. Du bist Gärtner. Ich bin Gärtner, ja. Das finde ich richtig toll. Wir hatten nämlich, ich mit Philipp, eine gerade total interessante Konversation. Wir hatten nämlich beide, also ich bin jetzt gerade dabei, mich weiterzubilden im Bereich Landwirtschaft, Permakultur und werde auch nächsten Monat in Teneriffa sein und da einem Projekt mithelfen, auch im landwirtschaftlichen Bereich, mit Gärtnern, mit Pflanzen arbeiten und mir viel Wissen aneignen, was sehr, sehr wichtig ist und was heutzutage leider in unserer Gesellschaft verloren geht. Und darauf bist du eben eingegangen, dass das ganze Wissen uns so verloren geht und dass die Leute nur noch vor Technik abhängig, total benebelt und abgeschnitten von dem, was uns nährt, von der Erde, von der Natur, von den Pflanzen sind. Und dass es vor allem die junge Generation noch betrifft. Und da ich selbst Pädagoge, studierter Pädagoge bin, mit Kindern gearbeitet habe, ist mir gerade klar geworden durch ihn, was eigentlich meine Vision ist. Also unsere Visionen haben sich mehr oder weniger, sag ich mal, verbunden oder ergänzt. Und du hattest gesagt, dass du was genommen hast? Also ich möchte, also meine erste Ausbildung, die war die Ausbildung zum Gärtner. Und dieses Jahr möchte ich die Ausbildung zum Erzieher beginnen, um dann zukünftig beides zu kombinieren und den jungen Menschen wieder ein Stück weit näher zur Natur bringen. Also ein Stück weit zurückzubringen zur Natur, unsere heimische Flora und auch Fauna näher zu bringen. Und ja,
Super. Ja, ich denke, es wird ein ganz interessantes Projekt. Ja. Das wäre natürlich toll, wenn das auch Anklang finden würde bei anderen von Investoren, im System, in Kindergärten oder in Kitas, wenn das da wirklich auch Anklang finden würde, dass dieses Konzept, dass Kinder, also das gibt ja glaube ich schon so Naturerlebnispädagogik. Da gibt es Waldkindergärten, da gibt's schon viel. Aber das Wildkräuterwanderungen, sowas mit Kindern könnte man mal machen. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Finde ich richtig toll. Also die Vision, das hat mich wirklich berührt. Und ich habe mir oft gesagt, ja, macht zwar Spaß mit Kindern zu arbeiten, aber ist nicht ganz das, da fehlt irgendwie was Spezielles. Und ich bin jetzt gerade eher so in der Richtung, hier zum Medizinmann werden, Pflanzen, Naturheilkunde, Reinigung, ganzheitliche Gesundheit. Aber das Thema mit der Pädagogik zu verbinden und den Kindern wiederzugeben, und damit wir unsere Welt wirklich von Grund auf aufbauen und eine gesündere Gesellschaft schaffen. Das ist unsere gemeinsame Vision und das möchte ich hier auf dem Kanal auch weiterverfolgen, wie man zum Selbstversorger wird, wie wir uns weiterentwickeln, wie wir finanziell unabhängig werden. Und oft sieht man ja nur Videos von den Leuten, die es schon geschafft haben und sagen, ja, das ist ja so einfach. Aber hier seht ihr mal ein Video von den Menschen, die gerade im Prozess sind, das zu machen und das und nicht auf euch oben herabschauen, nicht unter euch sind. Wir sind alle auf einem Level und wir lernen alle voneinander. Und man kann durch den anderen unheimlich viel über sich selbst lernen. Das habe ich jetzt schon wieder durch euch beide viel über mich selbst gelernt, was ich wirklich will. Und darum geht es, ums Kollaborieren, ums Zusammenhalten, ob es jetzt mit YouTubern ist, ob es jetzt generell ist. Also dieses ganze Gegeneinander, das Ego, die Ellbogenwirtschaft, das alles, was in unserer Gesellschaft gerade so passiert, was uns oft negativ gestimmt lässt gegenüber Arbeit, gegenüber verschiedenen Systemen, in denen wir leben, das bricht gerade alles Schritt für Schritt zusammen. Deswegen sind viele Menschen gerade so in ihren eigenen Krisen verfangen, deswegen haben wir auch so viele gesellschaftliche Krisen, weil ein ganzes System, eine ganze Zeit, eine Dunkelzeit auf der Erde zu Ende geht und gerade was Neues entsteht. Und so Köpfe wie der Maurice und der Pille und ich und auch viele andere von euch da draußen, es ist an unserer Verantwortung, da was zu tun und das mit Freude zu tun und unserem Herzen zu folgen und diese ganzen alten Muster, die uns in selbstschädigen Gewohnheiten oder in irgendwelchen anderen negativen Gedankenheiten einfach abzulegen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Also. Auch nochmal zu dem Thema, was der Marlon gerade angesprochen hat. Man ist ja ziemlich, mit diesen Gedanken ist man ja heutzutage nicht mehr so allein wie vor ein paar Jahren noch, aber doch noch ziemlich allein, sein Umfeld, Familie, Bekannte, Freunde und mit dem Wissen steht man halt ziemlich alleine da, deswegen nicht scheuen, Kontakte zu knüpfen, ne? An Stellen zu gehen, wie zum Beispiel in Frankfurt die Rocosteria, ne? Das genau. Ist nicht ein sehr guter Ort, um Menschen zu treffen, die schon sehr weit in einem Bewusstsein sind, so ja. Für zumindest für Gesundheit, ne? Das weitere weiß man dann nicht so, aber das ist schon mal ein großer Teil. Und mein Motto ist so, Fremde sind Freunde, die man noch nicht kennt. Das habe ich auch zu dir gestern am Telefon gesagt. Ja, auf jeden Fall. Freut mich auf jeden Fall, euch kennenzulernen. Ja, super. Ja, wirklich vom Herzen. Ich bin gespannt, was zukünftig noch kommt. Ja, ich auch. Und ihr könnt auch gespannt sein, weil bald wird meine, das sage ich schon sehr oft, es tut mir auch leid, dass es immer noch nicht passiert ist, es gibt immer Trials und Tribulations und man kommt manchmal nicht so schnell weiter, wie man sich vornimmt. Also, dass ich mein Equipment jetzt verbessere für YouTube und dass wir euch eine ganz tolle Doku über dieses Wasser liefern mit Labortests, mit Studien, mit Vergleichen und wirklich Möglichkeiten auch, wie ihr dieses Wasser bei euch bekommen könnt und noch zu vielen anderen Themen jenseits von Wasser, Selbstversorgung, finanzielle Freiheit, also in meinem Kanal. Ist zwar ein Gesundheitskanal, aber es wird auch immer wieder um persönliche Entwicklung auf allen möglichen anderen Themen gehen, denn Gesundheit ist nicht nur Ernährung und nicht nur das Körperliche, sondern auch das Geistige und alle anderen Lebensbereiche auch in Einklang zu bringen damit, würde ich sagen, oder? Perfekt. Ja. So sieht's aus. Ja, und das fand ich auch sehr, sehr gut, dass man sieht immer nur Leute, die es geschafft haben. Man guckt sich immer Leute an, die schon wo sind, wo man sein will, was auch positiv ist, aber man sieht nie, außer jetzt bei uns, ne? Also, also wirklich der Anfang. Das ist ja wirklich der Anfang. Ja. Anfänglicher geht's ja gar nicht, ne? Ja. Also, das ist bei mir jetzt zumindest, du bist ja schon länger so. Ja, aber jeder steht auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Punkten, Bereichen des Lebens, auf verschiedenen
ja, auf verschiedenen Niveaus, sag ich mal. Also jeder hat ein Thema, bei dem er vielleicht weiter ist als der andere. Und dann so ergänzt man sich. Und deswegen kollaborieren, zusammenarbeiten, zusammenhalten. Das ist, ja. das ist, was Wirtschaft wirklich ist. Also ich hab immer so eine Aversion, auch wenn wir jetzt mal über das Geldthema kurz eingehen, gegen Geld. Ich habe ganz viele Glaubenssätze, gesagt, nee, scheiß Konsum. Und lieber so, ja, zurück zur Natur. Das ist ja auch alles gut, aber es ist nicht immer entweder oder, sondern sowohl als auch. Und du kannst... Geld ist nichts Schlechtes, es kommt auch an, wie du es einsetzt und für was. Und wir können auch Technologien in Harmonie mit Natur produzieren. Also das in Einklang bringen. Das ist auch so ein Glaubenssatz, den ich hatte. Entweder Technologie oder Natur. Es gibt keine Fusion. Nochmal ein Thema zum Wasser. Das ist von der Natur abgeguckte Technologie, die in einem System verbaut ist, die das Wasser herstellt. Also das ist wirklich ganzheitlich betrachtet, auch aus der Natur, was finde ich der Beweis ist, dass es ganzheitlich ist, weil wenn das Beispiel der Natur folgt, kann es nicht falsch sein. Das kann auch funktionieren. Das ist auch ein geiles Zitat. Natur kapieren, Natur kopieren. Also das hat der Viktor Schauberger gesagt, der auch mit der Energetisierung das Ganze rausbringt. Das ist das Prinzip, ja. Genau. Ja, also es ist wirklich genial. Leute, zurück zur Natur, zurück zu euch, weil wir sind Natur. Das ist eine totale idiotische Spaltung, dass wir da sind und die Natur hier, das ist eigentlich das diabolische Prinzip, also das ist einfach nur Spaltung. Diabolo heißt einfach nur Spaltung und der Zeitpunkt, wo wir uns abgespalten haben von der Natur, war auch in unserer Kulturgeschichte ungefähr im Mittelalter zu verorten, wo dann sehr starke Anfälle der Pest kamen und dann hat der Mensch natürlich gemerkt, boah, Natur, das ist doch ganz gefährlich, wir müssen die Mutter Natur jetzt auf den Exerzionstisch spannen und ganz entfernt von ihr und dann Messer und Gabel und wir haben uns immer mehr und mehr entfernt von der Natur und technisiert und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir merken, dass wir die Natur dämonisiert haben und jetzt müssen wir wieder das Verhältnis gerade zu ihr gerade biegen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir Technik und Natur in Gleichklang bringen, in Einklang, weil es ist eine romantische Vorstellung, dass wir jetzt alle nur noch in Baumhäusern leben, ohne Smartphones, dass es keine Technik mehr gibt. Das wird nicht passieren. Ich persönlich würde es mir auch wünschen von Herzen, dass es so ist, aber man muss auch akzeptieren, dass es nicht funktioniert. Das ist, was ich gerade realisiere, man muss akzeptieren und damit arbeiten und versuchen, die beiden in Einklang zu bringen. Und ich glaube, ja, vielleicht hat es euch ein bisschen zum Denken angeregt, unsere Kombination. Ja, und auch Mut, um nach vorn zu gehen, ne? Den Mut zu fassen, Schritte nach vorn zu gehen. Und ruhig mal allein sein, das Alleinsein kann auch viel Positives bewirken. Genau. Vor allem, wenn man schon allein ist, dann auch im Wald, dann sei alleine im Wald wenigstens. Genau. Wirklich mit sich sein und aufhören, sich die ganze Zeit abzulenken, weil da bin ich auf jeden Fall auch sehr kritisch gegenüber der Technik. Ihr schaut jetzt ein YouTube-Video, ich schaue auch YouTube-Videos, wir sind alle permanent am Handy, am Smartphone und es ist ganz wichtig, seine Mediennutzungszeit auch diszipliniert mal einzuschränken, zu sagen, dann bin ich eine halbe Stunde oder eine Stunde am Laptop, am PC und danach mache ich es aus. Weil oft sind wir halt so wirklich wie süchtig. Also das ist ja auch wirklich Serotonin-Ausschüttung. Jede Nachricht, die wir bei WhatsApp bekommen, habe ich in einer Studie gehört, schüttet Dopamin aus. Also wenn wir, das ist ein Befriedigungsgefühl, wie bei einer Zigarette. Und das ist eine weitere Sucht. Und wenn die aus der Kontrolle gerät, dann tut es mehr Schaden als Nutzen, obwohl es ja Nutzen kann. Mit zu den besten Dingen, die mir letztes Jahr passiert sind, ist, dass mir mein Smartphone kaputt gegangen ist. Und am Anfang, klar, ist mega ungewohnt, man vermisst was. Das hat ja zum täglichen Leben dazugehört. Ja. Aber nach ein paar Tagen stellt sich auch so eine Ruhe ein. Ne? Ja. Das ist schon wie so ein Nebel verzogen. Ja, auf jeden Fall. Und ich verteufel die Smartphones nicht. Ja. Ich freue mich auch wieder, dass ich ein Smartphone habe. Ja. So. Aber wenn man es mal wegklickt, dann kann man die Sache vielleicht ein bisschen einfacher begrenzen dann. Ja. Wenn man mal ohne war. Ja, genau. Also super, dass du es ansprichst. Das ist ja genau das Thema Fasten. Man kann ja nicht nur bei Nahrung fasten, sondern auch bei Technik und bei allen anderen Sachen, zu denen man eine Anhaftung hat. Wir haben ja ganz viele Anhaftungen als Menschen, ganz viele Süchte, das ist ganz normal. Also das hat jetzt Menschsein an sich. Aber ich glaube, um sich weiterzuentwickeln geistig, ist es wichtig zu fasten. Also nicht nur Nahrung zu fasten, wobei das ein sehr essentieller Bestandteil ist vom Fasten. Aber wirklich mal zu schauen, nicht
nicht nur die Abstinenz von der Sache, dass es dem Körper generell gut und dem Geist ist, wenn man mal zur Ruhe kommt, sondern dass du die Sachen auch viel mehr wertschätzt. Weil wenn du jetzt mal ein Jahr lang nicht warm duschen warst und dann plötzlich warm duschen gehst, dann wirst du es bestimmt sehr zu schätzen wissen. Und das ist halt auch so, wir leben halt in einer Gesellschaft, die so im Überfluss schwelgt, materiell, aber das überhaupt nicht zu schätzen weiß, wo die Dankbarkeit und die Wertschätzung für wirklich und die Bewusstheit verloren gegangen ist dafür. Und deswegen müssen wir da nachziehen und dann können wir wirklich dann können alle Menschen auf einem sehr hohen Level sehr glücklich leben. Ja. Und das ist, darauf steuern wir hin. Ja. Also es ist ja alles in unserer Realität dual. Also es kann mit dieser Schattenphase, mit diesen ganzen Problemen, die es auf der Welt Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende gegeben hat, kann es auch nur wieder Licht kommen, weil es ist einfach Dualität und es gehört auch dazu. Und das ist auch der überschneidende Punkt zur Spiritualität, wie, das wollte ich nochmal ganz am Ende sagen, wie auch dein eigener Gesundheitszustand, dein Reinigungszustand, deine Ernährung, deine geistige Entwicklung hängen untrennbar zusammen. Untrennbar. Und wenn deine geistige Entwicklung voranschreitet, dann wirst du dich plötzlich auch anders ernähren, anders verhalten, andere Dinge in deinem Körper tun. Ich finde, das Bewusstsein zu verbreiten, besonders bei der jungen Generation, das ist so eine ganz wichtige Aufgabe. Und dafür möchte ich euch auch anspornen, das auch zu tun. Und das Video zu teilen und diese Botschaft weiter zu verbreiten, ein bisschen darüber nachzudenken und euch zu freuen, dass es bald für alle Menschen sauberes Wasser auf dem Planeten gibt, das auch zu einem annehmbaren Preis zugänglich sein wird. Genau, also es gibt eine Studienwoche, da kann man das Wasser eine Woche kostenlos testen und sich selbst überzeugen. Und ja, was dann darauf folgt, das kann man ja dann individuell noch planen, ja. Antragen. Ja. Top, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Ja. Danke. Ich bedanke mich auch. War geil. Bis zum nächsten Mal. Freut euch schon mal drauf. Ja, hab mich gefreut, dich kennenzulernen. Danke. Mich auch. Und bis zur nächsten Folge. Peace. Ciao.